Hallo liebe Spürnasen und willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir haben soeben den ganzen Laden hier, den 111 Club, auseinandergenommen förmlich. Da haben wir unseren guten alten Marine-Kumpan McColdrick tot aufgefunden, mitsamt einer Truppe von Musikanten. Aber nicht nur das, wir haben auch jede Menge Morphium entdeckt wieder und Zigaretten der Marke Valor, sowie Gewehre, BHRs. So, und die scheinen alle von dieser gestohlenen Schiffsladung zu sein. Da wurde nämlich ein Militärschiff ausgeraubt. Um da weitere Informationen zu bekommen, statten wir jetzt dem Hollywood-Gewehr einen Besuch ab. Alright, where to? Wir fahren zum Hollywood-Revier, Roy. Station der Hollywood Division des LAPD. So, steigen wir mal hier in unser schönes Caddy-Cabriolet ein. Der Roy fährt uns dahin zum Hollywood-Revier. Und da wollen wir mal weitere Nachforschung bezüglich der gestohlenen Schiffsladung anstellen, die von einem US Marine Schiff gestohlen wurden. Viele Waren, Zigaretten, scheinbar auch diese Gewehre. Ich verdächtige das zumindest. Und das Morphium scheint auch daher zu kommen. Oh, Kamerateam ist schon da, die Presse vor Ort. Hollywood Revier, 6 Uhr. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. And we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution. Except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago, if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Ja, wollen wir den guten Kollegen mal befragen zu dem Raub der Armeewaren? Denn da steckt auf jeden Fall, da kommt das ganze Morphium her. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompson's, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Mouthpiece or stripped so, off how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Na, das wüsste ich auch gerne mal. Gucken wir uns hier mal genauer diese Zahlen an. Morphin-Tartrat, Valor-Zigaretten. Aha. This is the crate we recovered. Ja, das ist, die haben wir im 111 Club gefunden. Hier, Morphin-Tartrat. Half a million cigarettes loose on the streets of LA. Eine halbe Million Units wurden davon geklaut. Das ist natürlich auch heftig. So, Thompson. BAR. Browning Auto Rifle. Das sind die Waffen. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Und das hier können wir sicherlich auch noch, die Thompsons. Enough to arm three companies. Some of these guys are from my old unit. We must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Yeah, the bum took a swipe at me. Ja, dem guten Harry, den haben wir ja auch schon mal geholfen bei dem Fall rund um die Pferdewetten. Es war ein Straßenverbrechen.
So, und er hat jetzt uns im Gegenzug dafür geholfen und jetzt wissen wir natürlich, dass diese ganzen Militärvorräte offensichtlich von auch ehemaligen Soldaten gestohlen wurden, die dann auf den Markt gebracht haben. Und das Problem ist klar, Mickey Cohen hat da was gegen. Der will das natürlich nicht. Der will keine Konkurrenz. So, jetzt haben wir hier die Informationen gefunden und jetzt überlege ich gerade, wo komme ich? Guck mal, ein schlaues Notizbuch, gucke ich mal gerade rein. Was haben wir denn da? Hinweise. Ah, die Schiffspapiere, das brauchen wir jetzt nicht genau. Orte. Hollywood Revier. Dann fahren wir doch mal zum Blue Room. Da haben wir ja immerhin auch eine Eintrittskarte gefunden im Trompetenkoffer von einem der Musiker, die da tot im 111 Club aufgefunden wurden. So, hier geht's raus aus dem Morddezernat. Da vorne, da können wir lang und dann schön wieder in unseren guten alten Caddy. Und dann mal ab zum Blue Room. Der Roy, der wartet schon. So, ich markiere das direkt mal als Ziel, den Blue Room. Ja, bekannter Jazzclub und Loungebar. Und unser Phelps, unser Supercop, der hält sich da ja auch gerne mal auf im Blue Room. So, spring mal rein in die Karre. Ah, nee, komm, ich fahr mal selber. Ist okay, Roy. Huch, jetzt hätte ich beinahe eine andere Karre genommen, weil ich da zweimal drauf gedrückt habe. Das wollte ich natürlich auch nicht, so. Dann ist hier unser Caddy, unser Lieblingsauto. Und was sollen wir da mit so einem blöden Streifenwagen? How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. So, half your old lackeys were on that boat. The late Mr. Goldrick included. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever you want to call them. There were a lot of people on that boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a masterstroke? Hey, cut me in early and we'll ride this one into the sunset. Sounds like you've got the case all sewn up, Roy. We should call it a day and go home. And miss out on the Blue Room? I couldn't do that to you. Any Sentry unit 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3, identify. Machen Sie Platz da vorne, ich muss zu einem Straßenverbrechen. Jetzt bleibt der Typ da stehen. Wenn das die Polizei sehen würde, wenn er so stehen bleiben würde, gut. Muss ich mich mal hier durchquetschen, leider. So, dann fahren wir mal schnell zu dem Straßenverbrechen da vorne. Ja, Jack Kelso, McGoldrick, die hängen da irgendwie scheinbar alle mit drinne, wie wir auch schon aus den Zwischensequenzen wissen. Sheldon, unsere alten Kumpanen aus dem Zweiten Weltkrieg, die damals eine Einheit von Phelps waren. Und die haben offensichtlich Probleme mit Mickey Cohen oder den anderen Drogenbaronen der Stadt bekommen. Mit Mickey Cohen, wie wir aus einer der Zwischensequenzen aus den Zeitungsberichten wissen, haben sie sich ja mit dem schon angelegt, dem guten Mickey. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass ich hier irgendwo völlig falsch fahre. Und das tue ich nämlich gerade. Wo ist denn das Straßenverbrechen? Muss man hier rauszoomen. Das ist ja... Ah, das ist ja wieder so eine halbe Ewigkeit da hinten. Wisst ihr was? Dann steige ich gerade nochmal aus. Wenn die so weit auseinander liegen, dauert es mir nämlich echt zu lange, wenn wir da die ganze Zeit mit dem Auto rumdüsen. Da lassen wir dann doch lieber unseren Partner Roy fahren. You know the way. You can drive. Der uns dann direkt zum Straßenverbrechen bringen wird. Damit wir da wen umbringen können, wahrscheinlich wieder. Ich bin gespannt. Any Sentry Unit 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3, identify. So, da haben wir kurz vor dem Straßenverbrechen wieder die Plätze gewechselt. We'll take the 484. Ach, ich muss hier rum, sorry. Citizen reports that 484 just occurred at 3155 West 4th Street. 11K, handle code 3. Ich fahre jetzt ganz dreist mal hier in deren Garten rein. Ja, wo soll das denn sein, Mensch? Wow! Look out! Eieiei, wieder fast ein Blechschaden hier. Professionelle Fahrkünste. Ich fahre natürlich, auch wenn ihr mich gefragt habt, natürlich nicht so in echt. It's much more fun with the siren on, Phelps. Hast du recht. Lieber Roy, da hast du recht. So, da vorne ist es. Slow down. What happened? I was just walking alone, not bothering nobody.
and these punks jumped me. They knocked me across my mouth and took my money. How long ago was this? Not more than 20 minutes ago, mister. They went that way, down the alley there. Wait here. Der hat uns veräppelt. Der klaut doch jetzt nicht einfach den Polizeiwagen. Son of a bitch is taking the car! Shit, come on, let's get after him. Fuck you. Komm, wir klauen jetzt mal, wir beschlagnahmen mal dieses Fahrzeug hier ganz einfach. Kann ich das nicht beschlagnahmen? Doch, kann ich doch bestimmt. Bringen wir da mal direkt rein. Haben wir wieder ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Ford V8 Limousine. Hier im Straßenverbrechen. Falsches Spiel. Da machen wir wenigstens nicht unseren schönen Caddy kaputt. Und probieren es ja mal mit der Mühle, mit der Möhre. Oh, der ist da vorne abgebogen. Shitte. Hat natürlich auch einen Polizeiwagen. Kann auch noch die Sirene anmachen. Aber wer ist denn so fies und klaut einen Polizeiwagen? Das wird ja heute kaum wer machen. Also das ist ja ganz schön super doof. Da bist du ja mega auffällig auch mit. So, Junge. Du kleiner Drecksack. Da kommen die Cops hier extra an, um dem Burschen zu helfen. Und der treibt ein falsches Spiel, ja, wie der Fall auch heißt. Will hier in diese Gasse reindüsen, aber nicht mit uns. Nicht mit uns, Freundchen. Scheiße, die Mühle hier, die ist nur unwesentlich schneller als dem sein Fahrzeug. Das kann noch heiter werden, hier den Typen zu kriegen. Bei diesem Straßenverbrechen. Jetzt fährt er da einfach über den Bürgersteig, Mensch. Wozu wird der Burger gegessen? Oh Gott. So. Die Schranke nimmt er auch mit, der Drecksack. Wow. Wo will er denn hin? Pam! Voll auf seinem Autodach gelandet. Und jetzt schnappen wir uns den Typen. Hände hoch, Bursche. Du bist dran. Ja, der wird jetzt nicht mehr viel machen. Das war wirklich ein Dummkopf. Ein richtiger Dummkopf. Wie er noch gelacht hat. Wie er noch gelacht hat eben. Jetzt ist ihm das Lachen vergangen. Denn Supercop Phelps hat ihn erwischt. Mit einem Flug auf das Autodach, auf das Polizeiauto. Das war natürlich nicht so gut, denn, ja, ich meine, das Polizeiauto ist ja unser Auto und das wird wahrscheinlich wieder auf die Schadensregulierung zurückzuführen sein. So, und jetzt fährst du uns mal schnell zum Blue Room, Roy. Da haben wir ein Ticket in dem Trompetenkoffer gefunden, von einem der Musiker, die da im 111 Club tot aufgefunden wurden, die übrigens Freunde von den Musikern waren, die wir am Anfang vom Black Caesar Fall tot aufgefunden haben, ebenfalls. Blue Room, 6.22 Uhr. Na, mal hereinspaziert, oder Roy? Hier kennen wir uns ja aus. Die Sängerin Elsa, die hier singt, eine Deutsche, ein Flüchtling. Aber mit einer wunderbaren Stimme. So, jetzt aber reinspaziert hier. Guten Tag, die Herren. Ich möchte bitte meinen Hut abgeben. Wohl Phelps ohne Hut, das wäre ja kein Officer Phelps. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of four musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bo. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries und stund fuhre? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy! How about you get a drink? While I see to this. So richtig deutsch hat die das Untersturmführer aber nicht gesagt. Untersturmführer? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do.
Elsa Lichtmann, Augen grün, Alter 30 Jahre, Haare braun, weiblich. Deutsche Exilantin und Nachtclub-Jazz-Sängerin. Und ein hübsches Ding, muss man sagen. Morphium aus dem Armeevorrat. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Ich denke mal, das zweifeln wir an, weil wir einen Beweis ja eh noch nicht haben, liebe Freunde und Spürnasen da draußen. Und da sagt sie die Wahrheit. Also eine schlechte Lügnerin ist sie nicht. Wie die Deutschen wieder dargestellt werden, wahrscheinlich so hier als alte Nazis. Also sie wackelt ein bisschen auf dem Sitz hin und her. Ich zweifle es an. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you, he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Der Musiker da hinten mischt sich aber ganz schön ein, der Junge. Naja, Opfer von Morphium-Überdosen. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking. Die stellt sich aber auch ein bisschen dumm an, muss ich mal sagen. Also, liebe Elsa, oh, die sieht ja fast weinerlich aus. Sie will wahrscheinlich hier raus. Elsa, junges Ding, wir können dir doch helfen. Sag uns die Wahrheit. Aber das tut sie im Moment nicht, deswegen zweifle ich es nochmal an, was die gute junge Frau hier sagt. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. Loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with your officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words. Very noble. But words are just words, Colfax. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Blue Room, 10.34 Uhr. Verfolge die verdächtige Person aus sicherer Entfernung. Die verdächtige Person ist rot markiert. Dann mal hinterher der guten Elsa Lichtmann, die wir hier beschatten sollen. Als ich mich über die Schauspieler informiert habe, habe ich auch einen kleinen Bericht über Elsa Lichtmann gelesen. Auch über den Charakter hier im Spiel. Und die wurde wohl in ein Internierungslager gesteckt. Die ist aus Deutschland geflüchtet während dem Krieg. Kein Wunder, damals waren die ja die Nazis an der Macht. Von 1933 bis 1945 bis zum Kriegsende waren die ja bekanntlich an der Macht. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu nah dran. Jetzt sollte ich mal zurücksetzen, sonst wird das in die Hose gehen. So, ist total unauffällig, wenn man hier mal so voll zurücksetzt. Ich habe so getan, als hätte ich mich verfahren. Huch, hier wollte ich doch überhaupt nicht hin, Mensch. Der Taxifahrer, der fährt jetzt aber auch ein bisschen schneller, der gute Mann. Jetzt lasse ich mal den Wagen hier ausrollen. Den Wagen, den wir uns hier
beschlagnahmt haben, ein Ford. Ford Motor Company. Die sitzen übrigens hier in Deutschland, in Köln haben sie ihr Hauptquartier. Und das auch schon ziemlich lange. Ich glaube sogar kurz vor der Nazi-Zeit wurde das so gebaut. Ich warte mal hier. Go slow, go fast. Muss hier wenn näher ranfahren oder wie? Aha. Elsa Lichtmann, wo willst du nur hin? Etwa nach Hause? Oder hat sie was mit diesen Verbrechen zu tun, die Gute? Die Jazzsängerin aus dem Blue Room. Vorsicht, Phelps. Vorsicht. Ist besser als Nachsicht. Wer weiß, wo die hingeht, die Gute? Ob das ihr Apartment ist oder wo sind wir zum Teufel? Wo bin ich hier nur gelandet? Hallo, jemand zu Hause? Da schmunzelt der Roy. Was hat Phelps da bei Elsa verloren gehabt? Haben die etwa ein Verhältnis oder was ist da los?